Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier. Ja, in Thüringen. Wir werden jetzt die Station im globalen Markt fahren. So halbwegs, ne? Alles. Dann kann der über Nacht durcharbeiten und entsprechend da ja, das verarbeiten. Mal sehen, ob ich ein bisschen Stroh da rauskriege. Ich glaube, da muss noch Stroh drin sein. Und Lager wüsste ich jetzt nicht. Glaube ich eher nicht. Ja, das Ganze, die Flotte mit Maishäckseln, fällt glaube ich ins Wasser, ne? Also ich tendiere mittlerweile zum Maishäckseln, also Häckselgut zu machen. Ja. Wahrscheinlich zum Livestream am Freitag. Beginnen. Ja. Ich könnte theoretisch 18 Uhr beginnen. Möchte aber eigentlich mit 20 Uhr als festen Termin nehmen, weil man kann sich da eher noch einstellen, ne? Mal schauen. Ich werde es ja entsprechend da vorher das vorschlagen, ne? Also als Ankündigung rausgehen. Ja, heute ein bisschen was verkaufen. Mischration. Mal gucken, ob wir jetzt Strom rauskriegen noch. Muss ja was drin sein eigentlich. Weil wir hier gerade sind, ne? Ich habe auch nicht alles verkauft, glaube ich. Und wenn nicht, kaufe was ein. Mist! Das wollte ich nicht haben. Oder haben die nur Mischration? Dann geht es noch zum Lager. Ich glaube, da muss auch was sein. Oder hier. Muss mal gucken. R. Milch haben wir drin. 70.000. Schon ofenfleißig gefahren. So. Dann kaufen wir ein bisschen Stroh. Und zwar. Wir werden mal. Na, 1 Million nicht. Ja, 10.000. Ein Hänger voll, ne? Oder zwei Hänger voll. So 180.000 und 3. Ich kann es ja wieder verkaufen, von Not. Kostet ja kein Geld. Jedenfalls nicht für mich jetzt hier, ne? Das Stroh ist ja so viel auf Lager, das ist so preiswert geworden. Aber ich bin gerade mal hier um die Ecke, das ist gerade günstig, da kann man hier was einpacken. Ja, Stroh, genau. Man kann es auch im Ballen rausbekommen, aber das brauche ich ja nicht, ne? Die Frage ist, ob ich hier Bäume reinkriege, ganze Bäume. Das muss ich mal testen. Das wäre interessant. Weil ich brauche nämlich auf dem Marsch Bäume. Also wirklich viele Bäume. Und hier wird es anbieten. Denn hier haben wir noch ein bisschen Wald. Zur Not kann man sich auch Wald kaufen. Und dann, da ich hier keine Aussaat machen möchte, könnten wir hier noch ein bisschen Zeit überbrücken zur Not, falls dass ich gerade nicht so kommt, wie ich das denke. Und fertig wird, ne? Man muss da halt auch Geduld haben, man weiß es ja nicht. Es soll ja auch passen, ne? Das ist ja entscheidend dabei. Es soll passen. Sonst ist das hier auch ärgerlich, ne? Das soll ja nicht sein. Deswegen, wenn wir da ein bisschen Geduld haben müssen. Ja, ich war verkehrt. Komme ich hier rum? Schwierig. Da hat jemand einen Zaun gesetzt. Die Lenkung ein bisschen justiert in Anführungszeichen. Ich habe dafür ein bisschen früher, also mehr Widerstand reingebaut. Das geht jetzt über Logitech Software, wenn sie das einstellen. Warum das so ist, jetzt gerne wurde, vermute mal, weil hier ein neues Lenkrad zu kaufen gibt. Also, ich weiß das Ding hier. Das wird 923 Nummer mäßig.
Ich persönlich brauche das nicht, weil es ist so gesehen technisch für mich nicht notwendig, ne? Weil alles hat die Funktion nicht, die die Lenkräder sonst anbieten würden, also mit diesen Vibrationen und wirklich simulieren von der Straße. Ne? Wenn da eine Kante wäre, so würde man also den Lenkrad ein bisschen spüren. Ne? So, Stroh ist da, ist gut. Dann gehen wir gleich nochmal Einladungsstroh holen. Die Silage steckt wieder rum. Der steht hier rum, das ist ungünstig. Muss ich ein bisschen wegfahren. Da können wir hier einstellen. Oder hier oben, ein bisschen weiter rechts. Müsste mir eigentlich so eine Straßen farblich kennzeichnen. Kann man jetzt ja sehen. Ne? Ah, da steigen wir auslaufen, so, bis wir da das Fahrzeug getroffen haben. Muss so laufen, ne? So, wir flitzen zur BGH. Die Silage ein bisschen verschieben. Anhänger. Gras haben sie ja schön, ne? Dass ich keine Kuhfladen sind, sonst wird man nämlich gar nicht laufen können. Bei den vielen Kühen werden nämlich vier Kuhfladen da. Irgendwo ist ja jeder Punkt zum Abladen, ne? So. Kurz ausschalten. Abkippen, da war ja auch deaktiviert, ne? Viel ist ja nicht mehr. Mittlerweile hat er ein drittes Mal gefahren, glaube ich. Dann sollte fast näher auch alle sein. Müssen wir mal den Mist herfahren, nachdem wir den Mist in Stroh bei den Kühen gegeben haben. Meine, wir hatten ja im Großen und Ganzen nicht das Glück gehabt mit dem Wetter bei der Ernte von Weizen und Gerste. Da muss ich mal ganz ehrlich sagen. Oha. Ne? Da hatten wir Glück gehabt, dass wir da alles ernten konnten, auch Stroh vor allen Dingen. Und man sieht, ist alles Stroh weg durch den Regen. Ist gut für die Performance. Ne? Aber ich kann ja nicht jetzt die Wettermod rausnehmen, das ist ungünstig. Das mag ich persönlich nicht. Also jetzt wechseln wir blöd. Also einen anderen zu nehmen und dann, na, dann mittendrin ist ungünstig. Ne? Ich müsste mal einen Testbildstand testen. Dann wäre das sicherlich. Ja. Also das wird angezeigt, ne? Abkippen wollen wir das nicht. Wir wollen das mal noch einmal für die anderen Kühe haben. So. Ja, also je größer die Fahrzeuge, umso ja, muss man da eigentlich sagen, braucht man da eigentlich einen größeren Wenderadius. Ne? Wenn man klein einfährt, ist das hinterher ja, schwer einzuschätzen. Ne? Also wer es mitgekriegt hat, ich mache ab Montag. Mache ich mal versuchsweise Zerfendienst folgen. Und zwar kommen die Folgen vom Montag bis Donnerstag und Freitag kommt ein Livestream. Das
Samstag und Sonntag wird ja verkehrt gefahren. Wird kein CMDCD vollkommen. Es ist zeitlich für mich schwer machbar, dass nach einem Livestream, zwei Livestreams, im Prinzip zwei Folgen am Tag hinterher zu bringen. Ungünstig, deswegen sage ich mal ganz pauschal, ich mache das jetzt Montag und Donnerstag, bis Donnerstag. Ist ja auch schon viel, ist rund eine halbe Stunde. Also wer Lust und Laune hat, darf sich gerne mal anschauen. Mal was anderes außer LS, ne? Wer Lust und Laune hat, gucken möchte, kann es gern tun. Wie gesagt, für den Algorithmus ist es gut, wenn mal geliked wird und mal kommentiert wird. An Möglichkeit auch lange geschaut wird. Das ist ja dann mal so, ne? Ich meine, gut, wer es nicht mag und nur kurz reinguckt, ja, gut, das ist ja halt so, ne? Aber wie gesagt, liken und so, das ist keine Pflicht, ist auch keine Bedingung. Nur für mich ist es dann eine große Hilfe durch den ja, Algorithmus hier YouTube, dass die Vorschläge für andere Zuschauer dann ja, in Frage kommen. Ne? Junge haben lieber Stroh heute gekriegt. Ja. Und das wäre schön, gebe ich ehrlich zu. Ein bisschen nach oben geht die Quote. Ne? Da ist sicherlich noch Luft nach oben, also das glaube ich schon, dass da noch was geht. Das ist ja so, kleine Kanäle haben es schwer, ne, da hinzukommen. Ist auch kein Vorwurf, ist halt so, anfangs ist immer schwer, aber ich möchte doch gerne ein bisschen wachsen, also hier quotenmäßig, ne, dass nach oben geht. Logischerweise, wer möchte hat nicht. Und da hilft ja natürlich jeder Like und jeder Kommentar. Ich meine, hallo, das reicht schon. Ne? Das ist ja für den. Ich glaube nicht, dass die Gegenkommentar inhaltlich zuordnen können. Ne? Aber sachlich bleiben. Ich habe ja heute wieder zwei löschen müssen. Von einer Frau, einer Dame. Jo. Muss ich nicht haben. Mit einem Link, was man dann sehen könnte. Ja, das ist ja eine Werbung. Das ist ja Spoiler für einen anderen Kanal. Und das ist, ja, wenn es zum Thema wäre, würde ich sagen, okay, passt, okay, aber ein ganz anderes Thema, sag mal, wie sexuelle Anspielung, muss man nicht haben, ne? Muss keine Striptease auf meinem Kanal haben. Das ist nicht, ja. Ich sag mal, nicht erwünscht. Man kann sich jeder privat anziehen, anschauen, was er möchte. Aber nicht über meinen Kanal, nicht, dass der Probleme gibt. Ne? Über Inhalte, dass er Beschwerden kommen nachher, das ist dann nicht vorteilhaft, ne? Für mich jedenfalls. YouTube ist da ein bisschen streng. Zu Recht. Und ich möchte eigentlich nicht, dass da Probleme gibt. Ne? Deswegen lösche ich so eine Inhalte. Aber wie gesagt, hat sich heute wieder mal zweimal gezeigt, dass heute zweimal gelinkt wurde. Ich weiß nicht warum, auf meinen Kanal kommt. Dieselbe Person wie vor ein paar Wochen. Habe ich auch schon mal woanders gesehen, im anderen Kanal. Ich denke mal auch, dass da gelöscht wird. Bin ja eigentlich immer dabei. Tauche ich jetzt im globalen im Dings rein. Im Futterwischanlage. Vielleicht kann ich hier noch ein bisschen Silage reinbringen und so. Viel Stroh. Muss ich gucken. Nee, Stroh ist bringt hier nichts. Bringen wir mal im globalen Markt. Kühe haben es? Ja, Kühe haben.
Die Lade steht schon wieder. Das wäre ein Fahrzeug für Abfahren von Häckselgut, ne? Das kippen wir hier wieder ein. Nutzen wir mal das Lager. Stahl muss ja wieder in 2 Tagen versorgt werden. Jetzt haben wir früher Herbst, also am Tag 4. So. Leer. Gut. Dann könnten wir theoretisch. Haben wir vorne ein Gewicht dran? Ne? Nö. Holz machen, ne? Testen wollte ich was. So. Aber nicht jetzt. Muss ich kurz überlegen. Das heißt, hier brauchen wir eigentlich für Häckselgut brauchen wir ein Fahrzeug. Wir machen das im nächsten Start. Wir machen den nächsten Start. Also, liebe Zuschauer, nächste Folge wird eine Häcksel gekauft für Mais. Ist aber auch für heute. Tschüss, ciao, ciao. Und dickes Dankeschön fürs Reinschauen und fleißig, vielleicht geliked, abonniert. Auch ein Danke dafür. Ob nun kommt noch nicht, aber egal. Trotzdem danke. Dann seid mal tschüss und wir winke. Und morgen geht es hier weiter. Und vielleicht interessiert euch auch noch die Folge, was haben Sie die? Wie gesagt, da ist jetzt Mission angesagt. Viele Missionen, interessant. Große Gebäude ja, reinigen, kann man sagen. Ne? Von den Untoten. Ne? Tschüss, ciao, bis dann und tschüss.